Ja. Ist der jetzt tot? Tot? Ne, ich glaube nicht. Alter, du kleine Snitch, ne? Danke. Ach, scheiß Gong, du Pisser, ey. Der klaut mir gleich die Stadt. Jetzt wird seine Stadt belagert, ey. Kau, wer ist denn Kaupi? Ach, Kau Kau. Mann, jetzt will der an die Stadt ran. Das ist doch Kacke. Ich muss da auch hin. Ach nee, ey. So, nee, nicht Kleinstadt. Ihn hier will ich haben. Machen wir so. Greifen ihn an. Delegieren. Nicht mal irgendwas wieder gewinnen. Schön. 1111 Goldstücke. Bankschuh exekutieren. Das ist der Preis des Verrats. Und Lösegeld. Danke. Lösegeld, danke. So, Oh, du nächstes hast den wieder. Zielmann vernichtet? Was? Das Ziel steht Wei fest. Xinjiang Shu? Keine Ahnung, wer das ist. Irgendeine Fraktion, die vernichtet wurde. Ja. Mag sein. Ey, Auf den nee. Marsch! Aber sie kann nicht mehr abbauen, die kleine Kacksaudi. Schlagt als Einheit zu! Und jetzt wirst du vernichtet. Du wolltest mich vernichten, ich vernichte dich. Zack. Ey, 1400 für die Kämpfe. Mann, Mann, Mann. Lohnt sich. Not a bad. Exekutieren. Sie sind unnütz für uns. Und Lösegeld, 1064. Boah, jetzt habe ich richtig Geld, ey. Mein Wille ist neu Da wird nur geschmiedet. exekutiert jetzt. Ey, alle. Sage dir. Da spricht der Hass. Da spricht aber der richtige Hass. Da. Oh! General? Erbe? So. Ach, ich habe keine Ahnung. Aber muss der Haupttyp nicht irgendwann mal sterben? Ja. Oder ist der unsterblich? Na, eigentlich nicht, aber. Das Kind des Jade-Kaisers. Oh, jetzt muss ich hier, ey, jetzt muss ich hier eine neue Armee in einer Stadt aufbauen, damit ich diese kackgelben Turbane aus meiner anderen Stadt vertreiben kann. Und das geht nicht. Warum geht das nicht? Das weiß niemand. Dann mache ich das halt hier. Ich nehme. Oh. Ach, ich kann mit ihm direkt eine neue Armee aufbauen. Kann sein, ja. Ist ja klasse. Wenn der freigelassen wurde von deinem Für China. Gegner. Ich habe keine Ahnung. Ach nö. Oh, das ist doch am Arsch der Welt. Die möchten ihn wieder weg. Was ist euer Warum wird Wunsch? die denn da gemacht? Ja, wieder weg. Tschüss. Soll hier passieren, die ganze Geschichte? Muss doch in greifbarer Nähe sein. Ja, komm hier. Bestätigen. Zack. Und dann. Ach, guck mal, die ist auch noch am Start. Oh, geil. Das ist ja nice. Dann nehmen wir die auch noch. So, zack. Oh, jetzt gehen wir da einfach. Warum wird die denn immer da unten gemacht? Das versteht da auch niemand.
Verstehst du das? Nee, ich weiß überhaupt nicht was. Habe ich mir gedacht. Ich sehe das ja nicht. Macht nix. Okay. Gebt niemals nach! Truppen, marschieren! Ich sehe nur Armeen von hier hin und her laufen. Tja, das ist halt mein täglich Brot, oder? Das ist dein täglich Brot? Leider ja. Ey, der will's aber auch wissen, der Typ. Geil, okay, alles klar. Ich greife einfach mit der Stadt an. Und du gewinnst? Mhm. So, tschüss. Stadt putt gemacht. Alle Pläne werden umgesetzt. Und ich krieg dafür noch 883. Das finde ich vernünftig. Diese Garnisonen sind aber auch echt okay. Ich bin nicht gnadenlos. So, sehr schön, sehr schön. Habe ich das abgewehrt, hätte ich auch vorher schon machen können. Gut. Gut zu wissen. So, du gehst wieder in die Richtung. Wir müssen jetzt geschlossen angreifen. Dann später. Wir beide? Nee, ich meine meine drei Armeen. Ah, gegen dachte, Kakao. Du musst vielleicht mal von uns reden, aber. Ja, du. Wir sind ja schon dabei. Sind wir? Mhm. Ah. Dann greifen doch schon Liu Kang an. Liu Kang Schmong. Chunyu Shuyang. Der berühmte Liu Kang Shmongshu. Ja. Aber der ganz berühmte, ne? Naja, naja. Darf man immer nicht so außer Acht lassen, dass der ganz berühmt ist. Kenn ich noch aus meinen Zeiten. Oh, mir geht es jetzt schon auf den Sack, dass Gongdu sich im Badong den Holzplatz holt. Gongdu hat hier übrigens noch eine 20er Armee. Eine volle Armee. Bei Badong, bei der Stadt davon. Ich weiß. Wie ist das? Ich stehe direkt daneben. Bei Zhang Kai? Was? Heißt der so? Zhang Kai? Unmöglich. Ich gucken. Peng Chi. Nee. Und Kuting. Ich meine Zhang Kai. Fang Jiang. Das ist noch eine. Ah, na gut. Das ist jetzt natürlich doof. Auch bei Badong? Ja, unter Badong, bei dem Fluss. Bei der Stadt. Dem Holzplatz. Ne, bei der Stadt. Der Stadt. Ach so, oh da. Ach scheiße, die muss ich mir auch holen. Die gehört nicht ihm, aber die steht da in der Ecke. An dem Fluss, an dem Übergang. Er will sie haben. Das weiß ich nicht. Weil ich weiß nicht, ob die Krieg haben. Bestimmt. Ich glaube, es ist dem scheißegal, der will einfach haben. Der denkt sich, ist mir egal. Gib. Ach, Lü Meng. Kaopi hat sich in Bewegung gesetzt. Och, Mann, ey. Es sind aber noch sehr viele Fraktionen da. Mhm, zu viele. Ah, Liu Bei hat die Armee von... Hä? Okay, also die Armee von Zhang Kai, da von Gongdu, ist kein Problem mehr. Irgendwer hat sie angegriffen. Okay. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Sie ist nicht vernichtet, aber sie hat sehr viel verloren. Der hat sich nicht bewegt. Sehr komisch. Doch, er hat sich bewegt. Egal. Frieden durch Unterwerfung. Scheiße, er hat sie sich genommen. Das kann ich nicht angreifen, sonst habe ich nur einen Krieg. Ich da lang.
Oh, ist das alles anstrengend. Warum ist eigentlich so wenig Geld pro Runde? Ich habe eine ganze Armee verloren und muss auch richtig viel übrig geblieben sein. Aha. Wenn die verletzt sind und trotzdem eingesetzt werden und wenn dann die nochmal verletzt werden, ich glaube, dann sterben die. Ah, okay. Weil hier steht, im Gefecht wurden schwere Verletzungen erlitten. Jede weitere Verletzung könnte fatale Konsequenzen haben. Gut, könnte. Könnte, muss nicht, aber könnte. Könnte. Das ist doch nur ein Kratzer. Kämpfe sind noch möglich, doch zu große Gefahren sollten vermieden werden. Ach, papalapap, sag ich da nochmal. Papalapup. Ach, das sieht alles nicht gut aus. Kann ich nicht... Irgendjemand... Nee. Anscheinend nicht. Kiss möchte auch keiner, dass ich sein Vasall werde. Ich könnte... Yuan Yao könnte ich Untertänigkeit anbieten. Warum will man das? Keine Ahnung. Ich könnte es tun. Weil er hat auch nicht mehr wirklich viel. Kai Mao. Ist Kai Mao nicht dein Dude? Ja. Ich könnte Unabhängigkeit von Vasallen unterstützen machen. Dann hast du aber noch einen Krieg am Arsch. Ach ey, du. Bei den Kriegen, die ich habe, spielt da glaube ich auch keine Rolle mehr. Dann provoziert. Aber ich kann auch mit dir absolut gar nichts machen. Wir können auch nichts machen. Warum? Ja, wir haben alles gemacht, was wir machen können. Ach, das ist doch gelogen. Seid gegrüßt, Freund. Hier, Heirat anbieten, Heirat empfangen. Ja, das sind alles Sachen. Ich könnte dir anbieten, dich zum Vasallen zu machen. Ja, geil. Und dir die Garantie für Autonomie anbieten. Das wäre nett. Komm. Aber. Hä? Boah, schon mal vor, ich hätte es aus Versehen annehmen gedrückt. Schade. Aber das war ein Versuch wert. Das kriegst du irgendwie 10% oder so von meinen Einnahmen? Ja, ich glaube schon. Dann willst du 680 pro. Nee. Doch, ich könnte dein Vasall werden. Mein Vasall? Willst du mein Vasall werden? 20% des Steuereinkommens? Nee. Das ist mir zu viel. Ich bitte ja, aber dich, ich gebe dir deine Autonomie. Koalition des gelben Flusses? Was ist das? Ist das deine Koalition, in der du drin bist? Boah, was weiß ich, wahrscheinlich. Die lehnen das anscheinend ab. Ich bin froh, wenn ich weiß, wie ich heiße. Niemals steht da, schade. Ich würde dich aufnehmen. Verpflichten, das Mandat zu teilen und gemeinsam zu siegen. Ja, das ist so dann der Koop-Modus. Kann dann sein. Schalten wir ja frei, was, dann sehen wir ja, was alle anderen haben. Ach so, ah ja. Und dann spielen wir im Grunde zusammen. Also wie jetzt auch schon. Wenn dann einer gewinnt, gewinnt der andere. Das willst du machen? Keine Ahnung, ich biete dir aber eine opulente Zahlung. Ja, ja. Bei dir steht auch Reichtum arm. Ja, ich habe auch kein Geld. Ich habe nur 2875. Brauchst du was? Nö. Sicher, weil ich habe genug. Noch nicht. Weil ich habe genug. Ich verstehe das sowieso nicht. Ich mache nur 348, aber ich habe doch eine ganze 20er Armee verloren. Ich muss doch viel mehr pro Runde wieder machen. Ja, eigentlich schon, ja. Und ich sehe auch nicht, dass ich irgendwo belagert werde. Das ist alles sehr, sehr mysteriös. Aber alles. Ah, ich glaube auch, Gongu wird mich auch bald angreifen. Na dann. Dann, also wenn der mich angreift, dann werden wir uns, entweder teilen wir uns das Mandat oder ich werde einfach dein Vasall. Was soll ich machen? Dann erklären sie mir alle auf einmal den Krieg. Ja. Der rückt den raus! Wenn ich untergehe, nehme ich dich mit. Ja, super. Das klingt ja nach dem Plan. Ein Pyrrhus-Sieg. Verreckt alle. Hä?
Ja, nix da. Nur der hat keine Freunde und auch keine Rivalen. Schade. Ja, dann bist du exekutiert. Schade, schade, schade. Sehr, sehr ärgerlich. Das tut mir sehr leid für ihn. Echt? Nö. Wirkst gar nicht wie so ein... Bald den nächsten Krieg an der Backe, ey. Ich sehe dir schon kommen, dass mich dieses Shihui auch angreifen werden. Ich glaube, unsere Beziehungen sind nicht ganz so gut. Ja, aber was können wir denn machen? Weil das Problem ist... Töten, alle töten. Ja, nee, verstehe ich, aber... Atombombe. Okay. Ich weiß nicht. Das Problem ist, wenn ich jetzt einfach sage, ich erkläre denen jetzt allen den Krieg, da haben wir ja nichts bei gewonnen. Ja, das ist richtig. Dann habe ich ja genauso viele Kriege wie du und werde dann genauso vernichtet. Das Problem ist, ich kann nur versuchen, irgendwo anzufangen. Ja. Und Leute zu töten. Ja, aber das ist ja eben das Problem. Da fängt das Problem ja an. Mhm. Dass wir überhaupt keinen Staat haben, wo wir anfangen können. Weil einfach überall 10.000 Leute auf einen warten. Und sobald wir ja gegen diesen Dicken da Krieg haben, haben wir sowieso gegen Halb-China-Krieg. Ja, aber guck mal, wir haben ja Liu Kong fast vernichtet. Haben wir. Ja, weiß ich nicht. Hat er noch auch nicht. Ja, ich will, ja, ich sehe drei Städte von ihm. Ja, dann nimm das seine Hauptstadt einfach. Ja, und dann? Ja, hat er schon mal keine, dann musst du sich eine andere Hauptstadt suchen. Ja, dann nimmt er Badong. Ja, ist doch egal. Also ich sehe drei Städte. Ich glaube vier sehe ich. Also ich sehe drei. Ne, vier. Ja, und es kann natürlich sein, dass das jetzt die letzten sind. Klar. Aber stimmt, die eine wollte ich angreifen, geht ja nicht mehr, weil San Juan wurde ja vernichtet. Ja, aber das ist doch alles zu... Ja gut, dann haben wir den weg und dann? Ja, dann muss man weitermachen. Step by step. Steppi step. Ja. Ich werde mich in den nächsten 5 bis 18 Runden um Kaopi. Ja, gut, das ist ja absehbar. Ja, werde ich mich um Kaopi kümmern. Auch wenn Liu Bei mich anscheinend bald angreifen möchte. Ja, der will ich ja schon die ganze Zeit angreifen. Das ist ja nun nichts Neues. Ich kann ja auch mit keinem Frieden aushandeln. Ja, dafür sind die irgendwie alle zu pissig. Der greift gleich eine Stadt von mir an, ne? Liu Bei? Nee, Kaopi. Kai Perinha.